Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Ultimate General Civil War. Dieses Mal sind wir, es ist mittlerweile der 25. Februar 1862. Die Mission heißt Wachsam bleiben. General Johnston hat bei, kann ich nicht aussprechen, in Mississippi seine neue Basis aufgeschlagen, um unsere Streitkräfte im Westen zu reorganisieren. Wir erwarten bald Offensive der Yankees nach Tennessee und wir müssen bereit sein. Corinth ist ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt und strategisch wichtig für die Versorgung. Sie haben den Befehl, einen der wichtigsten Punkte auf unserer Versorgungslinie nordwestlich von, ja, ihr wisst schon, zu bewachen. Bleiben Sie wachsam und hindern Sie die Yankees daran, das Gebiet zu überfallen. Okay. Die Armee war stolz. Okay, doch nicht. Wir haben jetzt... Das macht damit wahrscheinlich wieder die KI, ne? Ich hasse es. Na, wir können ja so später noch... Ja, ich habe ein großes Waffenproblem. Ich wollte gerade... Oder ich habe vorhin eine neue Kavallerieeinheit ausgehoben. Wollte ihnen andere Waffen geben, aber... Der Laden hat sie leider nicht gehabt. Genau dasselbe Problem hatte ich auch mit den Schützen. Ich wollte hier den besseren geben. Von Lane die Schützen, bessere Gewehre, aber waren halt nicht im Laden verfügbar. So, ja. Starten wir mal. Ich laber schon wieder viel zu viel rum. Unsere Armee hat eine Basis bei, ihr wisst schon, in Mississippi eingerichtet. Hierbei handelt es sich um einen wichtigen Eisenbahnknotenpunkt und die strategische Position für den Transport von Truppen und Vorräten. Ihre Position befindet sich an diesem wichtigen Punkt auf unserer Versorgungslinie im Nordwesten von... Also von... Oh. Unsere Vorposten haben Bewegungen der Yankee-Kavallerie ein paar Meilen nördlich und westlich ihrer Position gesichtet. Sie müssen sich auf mögliche Angriffe vorbereiten. Okay, also die Yankees sind dafür da, oder die Kavallerie war dafür da, um zu scouten, auszukundschaften. Okay. Ah, lecker. Wasser. Verstärkung ist bereits unterwegs, aus, ihr wisst schon, um sie im Bedarfsfall zu unterstützen. Bleiben Sie wachsam, General Heinrich. Wir können uns keine Lücke in unserer Versorgungslinie leisten. Ich auch nicht. Okay. Nur 6 Brigaden sind erlaubt. Map ist auch ein bisschen kleiner als sonst. Oh, na gut. Alles gut. Nicht so schlimm. Da müssen wir nur mal gucken, was wir brauchen. Ich glaube, Munition und Heinrich waren immer umsonst. Und das passt auch. Was haben wir hier? Schützen, Camper Nahkampf, Cockway Nahkampf. Was hätten wir noch im Angebot? Richards. Na, lass mal was mal so, wie es ist. Ja, also von da könnten Feinde kommen, von da, von da, von da, von da kriegen wir Verstärkung. Das heißt, die packen wir schon mal so ein bisschen in die Richtung. Die positioniere ich hier. Die Schützen werden sich in diesen Wäldchen niederlassen. Porter geht weiter nach Pound, geht hier hin. Und... Die Schützen gehen in diesen Abschnitt, die gehen in das Feldchen und die Kanonen machen einen guten Eingriff. Ja, stellen sich hier hin und tun, was sie tun. Packen wir mal. Heinrich, zentral. So, so grob die Idee. Nochmal kurz pausieren. Falls sie von da kommen. Schrägen. Nahkampf.
Kanon. Mal gucken. Nee, nee. Oh Gott, nicht hold. Bewegt, bewegt, bewegt. Tja. Und ich würde mal sagen, hier soll. Ah, verdammt. Verdammt, ich bin blind. Gott, gab mir doch Augen, Mensch. Guck dir das doch an. Hier sind doch Punkte. Ich mache mal kurz Play. Achso, ist nur er hier. Achso, wir haben jetzt die, die haben das Ganze gehört. Ich hätte aber hier auch gerne einen Trupp. Dann. Machen wir das doch enger. Komm zurück, Pound. Yankee Kavallerie greift an. Scheiße. Schitte, schitte, schitte. Die könnte man die Kavallerie doch hier gleich hier drin aufbauen, oder? Dann halten wir doch den Punkt. Da habe ich falsch gedacht. Ich habe diese Verteidigungslinien zu spät gesehen. Wenn wir natürlich die halten können und geschützt sind, dann nehmen wir das doch auch. Gerade gegen Kavallerie, die müssten halt an den Zäunen vorbei. Aber hier ist ja offen. Hier so. Darum. Halten Sie Versorgungspunkt. Wir kriegen ja auch die Verstärkung von rechts. Das heißt, ich würde den Punkt doch offen lassen. Ich weiß es nicht. Ich möchte aber Pound nicht abziehen und Camper auch nicht. Not muss ich Lane davon wegnehmen und einfach hier vollstopfen. Ach nee, wir machen hier Cochrane. Ich nenne jetzt einfach Cochrane. Ich weiß nicht, ob man das so richtig ausspricht. Der wird den hier zumachen zum Ort. Ist eine Eisenbahnstrecke. Ja, genau. Ist eine Eisenbahnstrecke. Hm. Also, wir sollen den halten. Also, ich sehe jetzt keinen Grund, warum ich jetzt rausrennen sollte. Im Gegenteil, ich trinke noch einen Schluck. Ah, da kommen sie. Infanterie. Ah, komm, weißt du was? Wir ziehen ihn mal ab. Na, Gas. Nee, wir bleiben hier. Wir decken nochmal den Rückzug von Camper. Kanonen. Wäre ganz cool, wenn man die schon unter Dampf nehmen könnte. Aber die Verteidigungslinie hier ist ein bisschen doof. Nee, Kanon schießt hier mal da drauf. Das gefällt mir weniger. Marsch. Marsch. Ach, egal. Es sind 1233 Gründe, die zu töten. Back hört sich gut an. Mehr feindliche Infanterie, feindliche Artillerie. Ach, Scheiße. Ich habe keine Kavallerie. Ah, jetzt greifen sie von da an. Gut. Ach, flankt. Komm, wir lassen sie einfach näher rankommen. Ja.
die schießen uns gleich sowas von zurecht. Hier so ein bisschen, so. Nicht, dass die in den Rücken geschossen werden, die Schützen von Lane. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht hier. Das macht hier auch hier den Sinn, nicht hinzustellen. Die werden ja von hinten quasi gekillt. Oh, ja, wenn sie noch mehr rein. Es wird ja richtig viel hier. Wollen wir nicht die Kisten abtransportieren oder? Ich glaube, jeder von den Männern würde die Kiste freiwillig tragen, als statt hier zu kämpfen. Das ist richtig viel. Wir wollen uns komplett umzingeln, habe ich so den Eindruck. Wir haben Zeit. Die haben echt Zeit. Ich kann nichts machen. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich machen soll, um die Situation zu bereinigen. Aber wenn ich Kavallerie hätte, hätte ich sie schon längst losgeschickt, zumindest hier die Kanonen wegzuhauen. Die werden... Was? Wollen die zur Position? Ich verstehe es nicht. Sind wir hier auf dem Hügel oder was? Oh, nein. Entschuldigung. Bleib mal da, wo ihr seid. Also, ja, jetzt kommen die Kanonen von dort und werden wahrscheinlich hier Arland in den Rücken schießen. Scheiße. Die rennen wieder. Aber das, ich weiß nicht, was der Plan ist von der KI jetzt hier. Also vielleicht hätte ich es jetzt auch falsch gemacht, aber ich hätte jetzt eigentlich die Kanone, okay, wenn so umzingeln, habe ich noch verstanden. Aber ich hätte jetzt draufholzen lassen und in die Infanterie jetzt zeige ich mit dem Finger schon auf dem Monitor. Also die Infanterie hätte ich hier war ja schon richtig, Lane zu beschäftigen. Und dann hier die Einheiten kommen zu lassen. Da hätte ich hier doch keine Chance. Ah, jetzt kommen die Kanonen von Richardson da oben. Ja, komm, das ist ja wohl hier. Da ist gerade interessant. Nahkampf. Ich weiß jetzt nicht, ob das so klug war, aber... Okay, sie rennt zurück. Harald! Oder Harland! Zurück! Zurückfallen, Harland! Jetzt sind die flankiert. Ja, jetzt ist der Ofen aus für Harland, ey. Scheiße. Jetzt ist der Ofen aus. Alles geht auf Harland. Scheiß Heinrich muss raus. Hol mir den Harland wieder zurück. Hier, weiter. Wir brauchen Harland und seine Männer. Und am besten bevor die nächste Kanonensalve kommt. Wir brauchen Harlands Männer. Die Seite ist offen. Gut.
Dann muss Camper ran. Arlend, komm zurück. Komm, du kriegst auch ein Bier ausgegeben. So, geht doch. Zurück. Okay, Camper macht das Loch zu quasi. Heinrich, General Heinrich ist jetzt auch wieder im, ja, in unser Versorgungspunkt. Arlens, Arlens, ein bisschen flotter. Ich weiß, es geht auf die Ausdauer. Aber es ist mir gerade scheißegal. Nicht, dass du gleich wieder rennst, Arlens. So, jetzt brauche ich den Pound, brauche ich mal hier. Da müssen wir zumachen. So, jetzt aber. Okay, die laufen wieder. Also ich glaube, eine Schwierigkeitsstufe höher wäre ich tot. Die haben doch deutlich mehr Männer als wir. Ich verstehe nicht, was das soll. Ich verstehe auch nicht, was ich hier hätte anders machen sollen. Von den Truppen her. Ich habe nur 6 Einheiten. Ich kann mich nur einigeln. Ich kann leider hier nicht zuigeln, weil ja hier für den Zug alles offen ist. Und aber die haben noch 3 Kanonentruppen gehabt. Die können mich doch hier zuballern. Oder habe ich irgendwas übersehen? Munitionswagen haben die auch 2 Stück. Das heißt, Munition haben die doch auch. So, unsere Verstärkung ist da. Es geht los. Meckern ist vorbei. Wo kommen sie? Wo kommen sie? Wo kommen sie? So, ja, wenn ich keine Soundeffekte habe, muss ich das selber machen. Habe ich das erwähnt im letzten Video? Ich weiß es gar nicht mehr. Das Spiel hier oder die Leute, die das Spiel hier entwickeln oder gemacht haben, haben sich irgendwelche Sounds bedient. Und diese Sounds, weiß ich nicht, YouTube kreidet die halt an. Er sperrt das Video nicht. Im ersten Video, was ich hier gemacht habe von diesem Spiel, jetzt fällt mir langsam der Text nicht ein mehr. Im ersten Video habe ich sie dann halt unterdrückt, hat mir YouTube die Möglichkeit gegeben, quasi. Horst kommt dahin. Ah, wir teilen das auf. West. Freund, das war der Typ mit dem Namen Reserve oder Reserve. Ach du Scheiße. Okay, das ist nicht gut. Was soll ich sagen? Ja, da habe ich, kurze Pause zur Erläuterung. So, nochmal zurückspulen. Im ersten Video hat mir YouTube die Möglichkeit gegeben, die Sounds, die angekreidet wurden, quasi auszublenden. Habe ich gemacht, hat YouTube das Video bearbeitet und er hat es ausgeblendet, klar, aber er hat dann die komplette Tonspur ausgeblendet. Das heißt, es gab 2 Abschnitte im Video von je 1 bis 2 Minuten ungefähr, die keinen Ton hatten. Im zweiten Video habe ich es einfach, oder im nächsten darauf war es mir dann egal und jetzt kam ich halt, es wird halt weiterhin noch angekreidet von YouTube. Ich weiß nicht, ob das Video dann irgendwann gesperrt wird, ich weiß es nicht. Vielleicht kriege ich auch deswegen einen Strike, ich weiß es nicht. Deswegen kam ich jetzt auf die Idee, einfach mal die Musik auszustellen und ich denke mal, da dürfte YouTube nichts mehr anzukreiden zu haben. Ne? Soweit dazu. Darum haben wir keine, ja, die Musik fehlt ein bisschen, finde ich. Es ist so, ja, die Trommeln und das gehört dazu, finde ich. Ne? Dann muss ich leider selber die Musik machen. Also, Attacke! Klingt zwar erbärmlich, ist auch so, aber egal. So, Jackson. Jackson flankieren auf die Kanonen. So, Horst ist, das war der Colonel Reserve, nicht Reserve. Ah, irgendwie so anders wird er ausgesprochen. Ich habe ihn jetzt Horst genannt. Und jetzt denke ich die ganze Zeit, da steht Reserve. Ich habe jetzt Angst vor diesen Cavalry-Einheiten. Wir werden weiterhin zusammengeschossen. Richards ist unterwegs.
So, das habe ich gedacht. Komm, 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 komm. Ja, hilft nichts, ne? Auf in den Kampf, Dennison. Laufen. Richards, jetzt brauchen wir aber langsam dich. So. Okay, die laufen wieder. So, die Linie können wir jetzt öffnen. Wo willst du hin? Bleib mal schön hier, du Krampfwurst. So, die Kanonen hören auf zu schießen. Weiterlaufen. Colonel Bradley Dennison wurde was? Kosten Geld. Seid ihr irre? Ich brauche alle Vorgesetzten. Oh, 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 nein, 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 nicht so weit vor, nicht so weit vor. Nicht so weit vor. Powell hat aufgegeben. Wer hat aufgegeben? Was ist los? Wer ist Powell? Achso, der. Oh, der hat den vor. Die waren doch auf der Flucht. Wie kann man denn auf der Flucht sterben? Bitte dich. Was ist denn das, was ist das denn hier? Schockkavallerie. Ja, die waren geschockt. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Mal dann zurück oder ab hier in den Wald. So. Nehmen wir die mal gleich nieder. Und ihr beide bitte eine vernünftige Linie. Das muss doch hier zum Laufen gehen. Ja, bitte auch ein bisschen vernünftiger hinstellen. Und weiter. Die haben sie nicht wieder gefangen, habe ich geahnt. Egal. Jackson, hol sie dir. Ah, die laufen wieder weg. Gut so. Wir den Wagen. Ah, jetzt weiß ich nicht, ob sie glaub, die Schüsse, ja. Trau mich nicht in den Wald zu gehen, da kommt bestimmt welche Kavallerie raus. Hey, hey, kämpfen, kämpfen, kämpfen. Zurück. Vielleicht können wir sie anlocken. Ah, hat fast geklappt. Weiterlaufen, weiterlaufen. Und kurz Pause machen, damit ich die Übersicht... So. Ihr könnt doch mal in den Nahkampf. Ach, das war zu weit. Scheiße. Na, das habe ich ihn abgebrochen. Das kann ich wahrscheinlich erstmal wieder nicht nehmen. Wegen den Cooldown. Und die sind am Rückzug. Arch. Fly hat aufgegeben. Das wäre jetzt doof.
sie auch noch gucken. Sie sieht mich gar nicht. Ah, das ist Powell, oder wie er hieß. Kann man zurück in die Mitte. Die sind da am Kämpfen. Und du kannst hier wenig bilden. Wir müssen hier auf die Kavallerie achten. Hier kommt man ein bisschen zurück. Aber ich würde sie gerne weiter vortreiben. So, habt ihr's? So. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollen. Ich mach's einfach Gegenangriff. So, Pound, bleiben hier. So, du bringst mal schön das zurück. Und dann können wir hier einen geordneten Rückzug machen. So, Jackson, nimm die Kanone da weg. Warum antwortet meine Kanone nicht? Gefangen genommen. Ah, da sind Leute. Scheiße. Zurück, 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 zurück. Ah, nein. Bleib hier stehen. Jackson, hau lieber ab. Jackson, lauf! Lauf, Jackson! Lauf, Jackson! Oh! Dass sie so lange brauchen, um sich so vom Nahkampf zu lösen. Das ist erbärmlich. Oh, von hinten. Was ist los? Ah, lass ihn mal. Dann zentrieren wir mal unsere Einheiten wieder ein bisschen mehr. Und die lassen wir mal hinten. Der umzingelt uns bestimmt gleich wieder. So. Weiter. Hier, da kommt er nämlich wieder. Naja, er rennt da wieder weg. Supplies, kann der verteidigen? Nein. Ich weiß nicht, wie lange wir das halten sollen. Gut, da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie. Lassen wir mal hier besser hier hinten stehen. Und sie können die Mission beenden oder den Kampf fortsetzen. Ah, der kommt. Den Gegenangriff wollen wir noch machen, oder? Nein, 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 zurückfallen lassen. Haut ab, Jackson, Jackson, Jackson. Geh, bitte, geh, bitte, geh, bitte, geh, 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 geh. Aha. Da kommt. Doch vielleicht keine gute Idee. Ah, diese Kavallerie nervt da.
Warum sterbt ihr nicht alle? Jackson, flankieren. Das ist ein Schützen, scheiße. Der hätte jetzt Nahkampfeinheit gebraucht. Okay, Nahkampf hier vorrücken. Schützen. Schützen. Mach mal den Dampf zu da. So. Wird schießen. Genau, nimmt da schon mal ein paar raus. In die Ecke treiben. Oh, jetzt werden die flankiert. Hallo. Cochrane. Nahkampf. Kavallerie von hinten zu kommen oder von der Seite. Ich hoffe, das bringt was. Richards, Feuer, Feuer, Feuer. Alter, die schießen auf ihre eigenen Leute. Die schlagen uns zurück, das ist der Hammer. Oh, der Richards, ey, was ist da los mit dem Gelände? Die machen Jackson Platz. Oh, das gibt's doch nicht. Gegenangriff. Haben die. Jetzt habe ich hier hinten gar nicht aufgepasst. Wie sieht der denn aus? Lebt er noch? Ja. Heinrich, Truppen einsammeln da bitte. Weiter vorrücken. Vorrücken. Schieß auf die Kanonen. Das hat nicht aufgepasst. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Killt sie. Killt sie. Jetzt habe ich die Nase voll dahin mit denen. So, Kanonen, Angriff. Weiter. Weiter. Ich glaube, jetzt mache ich noch mehr Verluste, als ich eigentlich hätte machen müssen. Ich will, dass dieser Johnson stirbt. Könnt ihr euch mal bewegen in der Ecke? Kacke. Das Kanon aus da. So, Camper, Nahkampf. Jetzt haben wir jetzt zwei Nahkampfeinheiten. Die laufen. Würden. So, von da waren welche. Richard. Bessere Gewehre. Ist er tot? Ne, da läuft er. Okay, ist Geschichte. Gut, dann dürft ihr hier euch mit beteiligen, wenn ihr wollt. Okay, Jackson, zurückfallen. Jetzt sind wir schon wieder zu nah an dem Feind. Ich hab's für mich geahnt. Also mit der Kavallerie kann ich noch nicht so umgehen, wie ich gerne umgehen würde. Aber ich glaube, wir bekleckern uns ja auch nicht mehr mit Ruhm. Oder wir könnten noch versuchen, so ein Supply-Fahrzeug zu bekommen. Fahrzeug ist ja schon. Ein Wagen. Den holen wir uns noch. Ja, da sind wir in die Falle gelaufen. Ah, ich hab gedacht. Blockiert, bewegt deinen Allerwertesten.
Ach, da sind auch noch welche. Ab gegen die Kanone. Nach vorne, nach vorne. Und hol mir bitte das da. Läuft doch. Nein, Jackson, mach doch, was ich will. Lauf da unten. Ja, Jackson ist ja tot. Oder? Nee, das wäre aber anders. So, wenn wir den Wagen haben, werde ich dann das doch beenden. Jetzt schön von hinten den Marsch angreifen. Das machen wir mal schnell. Hier passiert irgendwie nicht viel. Eigentlich hätte es so einen Angriffsbonus von hinten geben müssen, oder? Wir waren nach vorne gerichtet. Entschuldigung, wir gerade ins Mikro gekommen. Bleib noch. Nicht ganz da. Ja, ich Mist. Jetzt ist Jackson wieder mit seiner Moral beschäftigt. Ich beende es lieber. Das wird nicht besser. Das wird nicht besser. Ich habe mich hier am Ende doch mit dem Gegenangriff, denn war ich nicht zufrieden. Also den Punkt haben wir gehalten, so gut eingeigelt, wie ich halt konnte. Wir haben uns halt eingeigelt, ne? Und der Gegenangriff, weiß ich nicht. Ob ich da jetzt irgendwie... Der hat mir nicht gefallen. Also der Gegenangriff hat mir nicht gefallen. Ansonsten wird es langsam, finde ich. Also die Runde davor war definitiv besser. Wir haben eine Kavallerieeinheit übernommen. Wir haben ja, Munitionswagen übernommen. Hatten mehr Einheiten auf dem Feld. Kavallerie ungefähr gleich. Kanonen hatten sie mehr. Verluste wieder 1500 Mann verloren. Die haben natürlich deutlich mehr verloren. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, und ein paar Vermisste. Ja, so viel zu dieser Schlacht. Ich weiß gar nicht mal, wie sie hieß. Ich habe den Namen wieder vergessen. Verdammte Axt. ja, für die 196 Gefangenen gibt es wieder 244 neue Rekruten. Sie haben 96.000 Dollar, ein Karrierepunkt, 4 plus für den Ruf und 5.800 neue Rekruten. Hört sich doch gut an. Camper ist gefallen. Ach, fuck. Ach, mal gucken, wie ich dann für Camper einkaufe. Gut. Ansonsten möchte ich also sagen, wenn es euch gefallen hat, dann gerne liken. Abo wäre auch gut. Oder Kommentare sind immer gern gesehen. Ansonsten möchte ich sagen, verabschiedet sich hier der General Heinrich und wünscht euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Do 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 do.